Und die nächste Folge, Leute, ne? Unsere kleine Streberschule ist, hat expandiert. Warum habe ich nicht meine, die Anzahl meiner neuen Schüler? Was? Ich habe jetzt 36. Okay, das heißt 12 mehr. Das heißt 10 mehr. Das heißt 5 mehr, warum auch immer ich schon so viele hatte. Und 24 mehr. So, die sollten ja wohl heute kommen. Ansonsten habe ich nämlich ein ziemlich großes finanzielles Problem. Ah, there we go. Okay, also wir haben ein kleines Minus pro Tag. Aber wir haben ein ziemliches Polster an den Finanzen. Ist trotzdem ein bisschen weniger an Möglichkeiten, die wir haben, als ich gehofft hatte. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber was soll's. Müssen wir durch. Boah, das ist halt echt keine gute Route. Eigentlich muss der quasi... Einer macht das hier. Und dann brauche ich noch einen. Und der macht dann da oben den Common Room. Ja, hier sollte das, glaube ich, halbwegs passen. Da mal den dritten rein. So. War die ganze Zeit einer. Dann machen wir hier noch den, da noch den, da noch den, da noch den. Da oben einen. Und eigentlich brauchen wir da noch einen neuen, der das hier baut. So, da das Minus immer noch nicht so hoch ist, wie es sein kann, stellen wir nochmal einen Koch ein. Meine Küche ja irgendwie geistig behindert sind. Ja, legit. Feiert es. Das ist ja wirklich dumm so. Der hat ja seit Ewigkeit nichts mehr gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das muss irgendwie ein Bug sein. Wo ist mein anderer Koch? Steht das schon wieder auch irgendwo im Nichts? Ah, du willst mich doch trollen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt... Doch, ich kann mir das noch leisten. Aber das ist halt schon arg dumm. Okay, vielleicht dürfen die zwischendurch auch mal resten, aber die müssen halt zwischendurch auch definitiv was machen. Ich meine, worauf warten die denn? I don't get it. Ich meine, hier ist alles voll und hier ist alles leer. Können wir das dann erklären? Ich war eher so Streber in der Schule. Hab ich irgendwie einen Bug? Immer. Was ist denn mit denen los? Sind die irgendwie geistig alle behindert? Okay. Die beiden arbeiten jetzt mal kurz. Okay. Den da oben ist schon wieder feuern. Das scheint nicht so die krassen Arbeiter zu sein unter den Menschen, die Köche. Aber deswegen sind halt alle meine Leute pisst. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe legit nicht, woran das hier scheitert. Ich glaube, wir müssen einfach das Spiel neu starten.
Probieren wir das mal, Leute. Ist ja komplett retarded. Also, dass einfach keiner meiner Küche mehr Bock hat zu arbeiten, ist halt. Und vor allem währenddessen verhungern alle meine Schüler. Und ich habe die mehrfach gekündigt und wieder eingestellt. Das hat nichts gebracht. Ja, von einer guten Schulkantine habe ich auch noch nicht gehört, aber ich habe schon von Schulkantinen gehört. Und in dem Fall haben wir halt einfach gar nichts in die Richtung. What? Warum ist denn jetzt hier? What? Eben waren die Sachen oder nicht kaputt. Oder waren die da auch schon kaputt und es wurde nur nicht angezeigt? Ah, da wahrscheinlich der Bug. Weil die keinen. Die hatten wahrscheinlich einfach keine Möglichkeit zu kochen, weil das Ding kaputt war. Aber es wurde mir nicht angezeigt und ich konnte es nicht fixen. Guess that's it. Na gut, okay, das macht ja sogar halbwegs Sinn. Jetzt habe ich allerdings ein zu großes Minus, weil ich so viele Küche feuern musste zwischendurch. Na gut. Aber gut, dass wir neu gestartet haben. War ja ziemlich obviously jetzt ein Bug im Nachhinein. Bisschen wenig Money. Toll sind die Dinger. Waren die irgendetwas angenehmer für mich? 300. Meh. Das heißt, wenn ich viel davon place, habe ich ja genau das raus. Das ist ja irgendwie überhaupt nichts. Na gut. Ich habe übrigens nur noch 4 böse Schüler. Das ist sehr angenehm. Aber wir sind halt pleite in 5 Tagen. Sie kriegen das wahrscheinlich irgendwie noch gewickelt. Ich muss halt wahrscheinlich Stuff feuern. Brauche ich so viele Worker für die Routen? Wahrscheinlich schon. Wir feuern einfach rein. Irgendwo fehlt jetzt einer da. So viel geht halt eigentlich auch nicht kaputt, ne? Was hatten wir denn? Wir sind jetzt Tag 4. Könnte hinkommen, ne? Je nachdem, wie viel halt über das Schuljahr kaputt geht. Aber wenigstens gibt es jetzt wieder Essen, so. Aber dass das überhaupt so passiert ist, ist halt schon super ätzend. Können auch ein, zwei Toiletten abreißen. Das würde halt auch gehen. Und die scheinen ja echt ganz gut benutzt. What the fuck, mate? Alle da unten stacken. Ich muss sagen, das Game ist echt an vielen Stellen buggy. Könnt ihr alle nicht pinkeln?
I don't get it. Also die haben jetzt quasi alle die ganze Zeit gar nicht gearbeitet. Weil sie alle hintereinander auf an einem Pissoir standen. Was recht wahrscheinlich ja kaputt war. Aber trotzdem. Bitte geht jetzt hier nicht direkt wieder rein und verpackt euch. Ich meine, das ist doch ein Joke. Janitors können nicht pinkeln gehen oder so. Jetzt kommt der nächste und stackt auch. Alter, das ist halt ein Mental Boom. Okay, wir starten das Game einfach nochmal neu und hoffen auf Besserung. Testen wir das doch noch einmal. Ja, das ist natürlich schon so ein kleiner Bumper jetzt hier so, ne? Ich muss sagen, ich meinte das Spiel sehr, aber die Bugs sind halt schon super annoying. Wir wollten wahrscheinlich echt daraus selber Klo, aber das ist halt echt auch irgendwie. Ja, das Feed geht als Sportfeld. Das ist halt insane. Dann wollen wir mal schauen. Diesmal putzen sie. Okay, Neustart scheint echt der Trick zu sein, Alter. Vielleicht liegt das auch mit dem Tempo zusammen oder so. Prison Architect Multiplayer soll kommen. Hab ich noch gar nichts von gehört. Aber klingt spannend. So, das sollte jetzt ja eigentlich alles ganz gut funktionieren, ne? Die Toilette sieht schon wieder völlig vollgekotzt aus. Und das ist sie auch wahrscheinlich. Aber das geht ja. Die schulischen Leistungen sind eher so mau bei den Leuten. Nicht ganz, woran das liegt. Die haben halt sehr kleine Klassen. Eigentlich sollte da mehr drin sein. Wieder alle sehr wenig Energy, ne? Vielleicht sollte ich hier oben mehr Stühle bauen. Haben wir jetzt echt nur noch. Ah ne, wir haben wieder 4, okay. Der kriegt schon wieder nicht mehr hin. So Alpha-mäßig, aber ich meine, was sollte es da Multiplayer-mäßig machen? Der eine bricht aus, der andere bricht ein, oder was? Also ich sehe da noch nicht so den ultimativen Nutzen von, das Ganze als Multiplayer zu machen. So. 30 Schüler fehlen. Das wiederum ist natürlich schon ein kleines Problem. Aber warum? Ich meine, erst sind sie krank geworden, weil sie nicht gegessen haben. Das macht jetzt schon Sinn. Aber jetzt kriegen sie Essen. Ich vermüllt sieht es auch nicht aus. Wir haben auch eine Klinik, wo halt nie einer reingeht. Vielleicht wollen mehr in dieses Computer Lab, aber ist auch nicht so entscheidend. 11 geht halt ein bisschen runter, aber Hygiene ist nicht so on top, ne? Wo liegt das? Ja, vielleicht ein Stück weit an den Toiletten. Die sehen halt echt schrecklich aus.
Alle Toiletten sehen schrecklich aus hier. Ja, vielleicht werden die echt wegen den Toiletten krank. Das kann schon sein, Genji. Ist auch strange, dass ich wieder keine Anzeige mehr habe, was kaputt ist, oder? Ich meine, kann doch nicht sein, dass alles ganz ist. Hier doch ständig was kaputt. Ah, da. Jetzt sind ein Drittel der Leute krank. Das ist natürlich suboptimal. Jetzt haben wir 6 Rowdies. Die Gesundheit scheint den Leuten ein bisschen aufs Gemüt zu schlagen. Und auf die Noten, was noch viel wichtiger für mich ist. Warte mal, am 8. werde ich dann noch das haben und am 9. Das heißt, wir überleben das Schuljahr knapp. Aber die Boys stacken halt auch schon wieder, ne? Ich meine. Komplett zum Kotzen. Aber wir müssen halt wieder speichern und neu laden. Vielleicht hilft ja nur neu laden. Vielleicht muss ich ja nicht jedes Mal neu starten. Aber das sind halt alle meine Putzmänner und die stacken alle an derselben Toilette. Und jetzt geht's wieder. Und jetzt sind die Toiletten halt instant sauber fast, ne? Ist halt schon ultra ätzend. Warte mal. Ist der da gerade reingegangen und hat diese Toilette für sauber empfunden? I don't really get it. Okay, jetzt aber machen die mal wieder sauber, ne? Okay, der eine macht sauber, der andere ist stuck. Aber das sieht wieder okayisch aus. Ja, da werden wir diesmal wahrscheinlich wieder nur ein C kriegen bei den Noten. Es sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Das Problem ist halt, dass gleichzeitig das hier ja immer noch nicht in den Griff zu kriegen ist. Ah. Ich meine, so minus 2100 ist schon okay, weil sich das ja ausgleicht immer durch die. Dadurch, dass ich am Anfang des Jahres halt so viel bekomme. Was auch immer das den Schülern los ist, dass die hier alles so dermaßen vollkotzen, ne? Ich teile jetzt die Route einmal. Weil ich das Gefühl habe, dass die einfach nie so weit kommen. Vielleicht hilft das ja. Komm, mach mich stolz und putze. Yes! Oh yeah! Ja! Nee! And he's bugged. Das ist halt echt, also dass die beim Toilettenputzen ständig buggen, ist halt insane annoying. Gib den Lehrern Waffen, dann kriegen die Bullies Angst. Ja. Jetzt macht das sauber. Ist halt schon ätzend. Aber so funktioniert es zumindest. Oh, jetzt habe ich viele Rowdy Students. Die Disziplin lässt halt ein bisschen. Und jetzt ist die Hälfte wieder auch völlig fein. Sehr ärgerlich. Das ist echt an einem Bug gescheitert, ist das Schuljahr quasi dadurch. Weil so viele die ganze Zeit krank waren. Kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen an der Geschwindigkeit liegt, aber das müssen die halt hinkriegen. So. Also, ich meine, was soll ich mir hier die ganze Zeit angucken?
So ein bisschen Tempo muss das Ganze hier schon haben. Okay. Ja, jetzt ist die Gesundheit klasse. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Naja, aber auch nicht so wild. Ich meine, wir wissen zumindest, dass es fürs nächste Schuljahr wahrscheinlich nochmal deutlich besser werden kann, als es jetzt schon nicht ist. Ja, ich werde die Toiletten auf jeden Fall fürs nächste Jahr ein bisschen weiter auseinander machen. Vielleicht ist das auch tatsächlich kein Bug, sondern ich bugge die damit, dass ich neu lade. Vielleicht sollen die vielleicht gar nicht sauber machen. Another Brick in the Mall. Ne, was ist denn das? Also, natürlich so ein Spiel wie hier, klar, das habe ich schon, aber in was für ein Setting? Ich habe jetzt auch so ein... Meine Freundin hat dieses Krankenhaus-Game gespielt. Das sah auch ziemlich cool aus. Eine Mall, ja gut, darauf hätte ich kommen können, ne? Ansonsten läuft der Laden jetzt echt gut. Außer, also, dass ich pleite bin. Aber ist ja der letzte Tag des Schuljahres. Boah, das sieht echt... Ah, wobei... Ja, ich denke, für 4C wird es reichen. Ja, wir werden auf jeden Fall die Kabinen abreißen quasi und die beiden Pissoirs und versuchen, mehr Platz dazwischen zu lassen. Ich hoffe, dass das hilft. Mitarbeiterparkplätze ein bisschen und so. Ah, muss ich sagen, hat mich jetzt auf den ersten Blick nicht so. Aber kann natürlich noch. Ja, 7. 7 böse ist wieder ein F, aber es ist trotzdem ein Wert, der dafür, dass die lange Zeit auf eine vollgekotzte Toilette gehen mussten, durchaus akzeptabel ist. So, dann wollen wir mal gucken, wie die Exams laufen. Ich denke mal 60% pass. Ja, 63. Das ist okay. Oh. Graded Pedigree ist F. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beeinflussen kann. Ich dachte mal, das hängt davon ab, wie das Prestige meiner Schule generell ist. Aber das hat mir jetzt ein bisschen zu denken gegeben. So. Die müssen wir leider alle abreißen. Aber dafür bauen wir hier neue. Wir hoffen jetzt, dass es dadurch besser wird. Jetzt habe ich natürlich wieder viel zu viele Students, die ich gar nicht haben will eigentlich. Aber da muss man durch. Und hier oben kommen jetzt neue Table hin. Zack. Ach, jetzt arbeitet ja gerade gar keiner. Weil ja alle noch ihre Routen haben. So, jetzt holen wir mal alle von ihren Routen wieder raus, damit wir die jetzt wieder richtig schön für unsere Zwecke nutzen können. Weil dadurch habe ich die Hoffnung, dass sie nochmal ein bisschen mehr Fun haben werden. Mehr Fun sollte darin resultieren, dass die alle ein bisschen weniger am Eskalieren sind. Machen wir oben mal nochmal deutlich mehr Mülleimer. Alles hier oben ist auf jeden Fall Mülheimer City. Aber das ist halt ansonsten auch scheinbar nicht machbar für die. Also.
Haben wir die beiden da noch weg? Ja, ich denke, das sollte doch ein bisschen einfacher sein dadurch. Wobei, actually braucht die gar nicht so lang sein. Ich glaube, es reicht echt, wenn die hier dann einmal darüber geht. Hat echt nur ein bisschen Minus. Ich überlege, ob ich hier quasi schon mal den Ausbau für was Größeres mache, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, warum. Wir haben genug Monitor-Leute. Wir werden nochmal zwei von denen einstellen, einfach um die Toiletten jetzt richtig voll zu kriegen. Oder richtig leer. Je nachdem, was das Ziel ist. Dann machen wir nochmal für die Cafeteria. Könnten wir eigentlich hier nochmal. Bisschen Sorge, dass es halt langfristig hier zum Nadelohr wird, dass wir so wenig davon haben. Deswegen mache ich die so als kleinen Raumtrenner rein. Dann sollte das eigentlich klar gehen. Ja, ich glaube, das müsste eigentlich ein guter Weg sein. Wir könnten hier nochmal einen Mülleimer hinsetzen. Da könnten wir noch die Quest machen. Dafür müssen wir ein bisschen was hier bauen, was normalerweise eher Outdoor ist. Und dafür müssen wir auch noch was bauen. Ja, machen wir das Ganze ein bisschen hübscher. Das ist ja nicht verboten. Brauchen wir nochmal eine Uhr. Natürlich nie im Klassenzimmer. Natürlich beendet der Lehrer die Stunde, nicht die Schüler. Einsatz habe ich viel zu oft gehört. Und da hat meine Schule tatsächlich den Gong abgeschafft. No joke. Wir hatten tatsächlich keinen Gong mehr. Aber in unserer Schule wurde auch echt viel getestet. So, dann machen wir das nämlich mal hier alles fertig. Und dann hoffe ich, dass wir dadurch, dass wir das Prestige so ein bisschen hochkriegen, dass wir dadurch vielleicht etwas bessere Schüler kriegen. Das ging jetzt alles irgendwie ein bisschen einfacher als gedacht. Warum ist denn hier schon wieder alles vollgekotzt? Weil die schon wieder rumbangen. Das ist halt echt das einzig Ätzende aktuell an dem Game, dass dieser Toilettenbug so krass ist. Matthias liegt am Pissoir. Weil hier backt nie einer, oder? Probieren wir mal, die Beine abzureißen. Einfach in der Hoffnung, dass es was ändert. Ohne wirklich zu wissen, ob es das wirklich tut. Schauen wir einfach mal das Schuljahr. Und damit endet auch diese Folge. Die nächste mache ich noch in dieser Session. Schaltet ein.